willkommen bei ANR Motorbike Tuning. Heute sind wir mal bei unserer 93er wieder und wir wechseln unsere Reifen. Die sind schon ein bisschen abgefahren. Ich habe jetzt knapp 9000 Kilometer drauf. Vorne geht's noch, wenn wir mal hinten rumgehen. Seht ihr hier an dieser Verschleißgrenze, das ist ein glatter Übergang. Hier ist zu wenig Profil drauf. Da muss neue Reifen her. Das ist 2016er. Mit dem Modell mit den Metzler-Reifen drauf. Ich habe mich jetzt für den Bridgestone Buttlux Evo S20 entschieden. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich jeden Tag fahre bei Wind und Wetter und gerade bei Regen haben die Reifen am besten abgeschlossen, noch vor den Michelin, die auch keine Reifen sind. Meine zweite Wahl wäre dennoch auf die Metzler M7RR gegangen, weil es doch noch mehr für den sportlichen Stil ist. Aber da die Bridgestone auch schneller warm gefahren sind als die Metzler, brauche ich einfach diese Reifen. Was noch interessant gewesen wäre, wäre der Continental, weil der die meiste Laufleistung einfach hat. Der ist noch ein bisschen fester und ist nicht so für das nasse Wetter und nicht für super sportleichtes Fahrverhalten gedacht. Aber wenn ihr jetzt nicht so am Limit fahrt, könnte ich den euch auch noch empfehlen, weil der hält einfach ewig. So, wir haben uns überlegt, Wir haben mittlerweile ein bisschen Werkzeug und auch eine Motorradhebebühne, die wir benutzen werden, aber wir wechseln als erstes den Vorderreifen, haben uns gedacht, wie haben wir das früher gemacht, wie haben wir angefangen. Wir haben einfach einen Bierkasten genommen, haben den hier vorne vor die Achse gestellt. Das machen wir noch auf der anderen Seite, einfach ein Brett drauf gelegt und danach noch eins und das auf der anderen Seite auch noch gemacht. Und dann hebt der eine das andere drauf und dann hängt das Vorderrad in der Luft. Wir empfehlen euch vorher die Achse zu lösen. Ja. So. Was ihr machen müsst, wir haben jetzt den Spoiler abgemacht, wenn ihr eventuell mit dem Bierkasten das draufstellen wollt, ob ihr braucht den 10er Schlüssel, ist es erledigt. So, ihr müsst einmal hier nach Straßenköte. Dann haben wir so einen Start des Tages heute hier. So, weiter geht's. Müsst ihr hier mit einer 13er Nuss das einmal lösen. Das wird später mit 25 Newtonmeter festgemacht. Und auf der anderen Seite hier mit einem Innensechskantschlüssel müsst ihr auch die Schrauben lösen. Wir bocken jetzt die Maschine hoch und dann machen wir gleich weiter. Schraubenzieher hoch und dann klopfe ich jetzt einfach ganz gemütlich die Achse aus. So, wie wir schon auf der anderen Seite sehen, ist es schon so weit, dass wir das jetzt rausziehen können. Zack, dieses Ding legt es nicht in den Dreck auf eine saubere Unterlage. So, kannst den Fuß wegmachen. Dann ziehen wir den Schraubenzieher raus. Und der Reifen fällt. Kommt uns entgegen, ihr müsst nur noch auf eure Bremse nach vorne achten. Schieben. Ja. Und zack. So. Draußen ist der Reifen. Einmal von der Seite, wenn ihr in die Werkstatt geht zum Reifen wechseln, dieses Teil weg. Der Abstandshalter der Achse. Und dieses Teil weg. Dann empfehle ich euch noch eure Ventilkappen zu retten, wenn ihr welche habt. Die Geld kostet dann. So, wetterbedingt. Haben wir jetzt davon abgesehen, erst den Vorderrad wieder einzubauen und das Hinterrad. Wir machen direkt das Hinterrad und gehen dann in die Werkstatt. Es nieselt und wir wollen schon bevor es nass ist. Wir haben jetzt das auf der Hebebühne hochgebockt. Wir werden als nächstes hier die Kettenspanner. Dafür haben wir schon ein Video. Müsst ihr lösen mit einem 13er und einem 10er Nuss. Dann löst ihr das auf und tut die Mutter erstmal ein Stück nach vorne schrauben. Und dann den Kettenspanner nach hinten. Und hierfür brauchen wir eine 17er Nuss und auf der anderen Seite von der Achse eine 22er. Das machen wir jetzt alles noch, wo ein Gang drin ist und der Reifen auf dem Boden ist, weil wir noch Druck ausüben wollen auf die hintere Achse. So.
Wir entfernen die. Ich habe auf der anderen Seite die Kettenspanner schon entfernt. Jetzt ziehe ich langsam die Achse raus. Den lege ich auf einen sauberen Untergrund. So, dann müsst ihr das Rad nach vorne schieben und die Kette von der vom Zahnrad trennen. So, dann müsst ihr dann nur noch irgendwie rauskommen. War noch nie gemacht. Wir sind zum Schluss gekommen, in der 8er Nuss einfach hier das Schutzblech gerade leicht abzumachen und rüber zu heben. Und dann könnt ihr das ganz einfach hier ausdrehen. So. Wie auch hier wieder müsst ihr Teile entfernen, bevor ihr die wechseln lassen wollt. Einmal das ganze Rad hier. Schlägt man hier. Zack. Dann die Gewichte. Und auf der anderen Seite nochmal diese Seite. Das war's schon. Die Felge machen wir jetzt noch sauber. Wir empfehlen euch WD-40. Das ist super einfach. Und es ist so kinderleicht. Wir nehmen jetzt mal die Seite, wo auch noch Kettenspray und sowas drauf ist. Kurz drauf gesprüht. Schwamm genommen. Rüber, Felge ist sauber, müsst ihr nur noch mal mit Wasser rüber gehen. Problemlos, und es ist ein schöner glänzender Schicht drauf, das ist gut für die Felge. Und das machen wir jetzt halt mit der ganzen Felge. Den Link machen wir euch in die Beschreibung. WD-40 kennt jeder. Vom Reifenhändler, neue Reifen drinne. Schon mal wieder alles zusammengesteckt, ihr habt ja gesehen, wie wir es auseinander gemacht haben. Und jetzt ist die problematisch, dass ihr das in die Bremsscheibe reinkriegt, wenn ihr das reinmachen wollt. Ihr habt hier euren ABS-Sensor, die Achse, das muss hier mit der Bremse, der Aufhänger für die Bremse muss hier passen. Das muss jetzt noch hier dazwischen und die Bremsscheibe muss zwischen die beiden Bremsbacken. Und wenn ihr das alles hinkriegt, habt ihr es geschafft. Wir tun jetzt rumfummeln, tun hoch, runterfahren. Dafür brauchen wir halt leider zwei. Ihr seht dann gleich, wenn es drin ist. So, Achse ist drin. Festziehen mit 90 Newtonmeter nicht vergessen. Guckt noch mal ein, zwei Tage später nach, nachdem ihr gefahren seid. Und guckt noch mal die 90 nach. Wenn es jetzt 95 oder 85 sind, das ist nicht so wild. So, Kette spannen könnt ihr in unserem Video Kette spannen gucken. Dann haben wir hier noch unser Vorderrad. So. Nicht die Achsabstände nicht vergessen. So, das sind zweimal dieselben. Genau, und jetzt reinmachen. So. So, diese Schrauben könnt ihr in der Bedienungsanleitung nachgucken, werden glaube ich mit 15 Newtonmetern festgezogen. Und hier auf der linken Seite die Schraube wird mit glaube ich 25 Newtonmeter festgezogen. Richtig. So. Naja, wir wollen euch jetzt nicht zu lang aufhalten. Wir machen das dann noch alles fest. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, natürlich. Und wenn es Fragen steht, stellt sie uns. Gerne könnt ihr auch Diskussionen auf unserer Webseite zum Reifen führen und ich würde mich freuen über Beiträge, über Erfahrungswerte, Verschleißwerte von euch. Dass wir mal gucken können, vielleicht holen wir uns doch mal was anderes als Bridgestone. Und ich wünsche euch eine gute Fahrt.